Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Gestern hatte ich auf Twitter eine kleine Unterhaltung mit einem lieben Kollegen hier vom KIT aus der Abteilung für Wissenschaftskommunikation. Philipp Schrögel twittert im Moment unter dem Account Real Scientist Deutschland, also DE, und gibt dort Einblicke aus seinem Fachgebiet, nämlich der Wissenschaftskommunikation, und hat dort ein Projekt zum Thema Präsentationsforschung vorgestellt. Also wie Präsentationen, also das, was zum Beispiel Studierende gemeinhin als Referat kennen, vorgestellt. Danach hat er die Frage gestellt, was denn wir Leser für Erfahrungen mit Präsentationen haben. Und daraufhin habe ich gesagt, da reichen mir 280 Zeichen nicht. Ich würde das kurz in einem Video-Statement aufnehmen und das mache ich hiermit. Ich will drei Erfahrungen, die ich mit Präsentationen gemacht habe, teilen mit euch, die sehr unterschiedlicher Natur sind. Und ich fange an mit der ersten. Die erste Erfahrung war diejenige, weshalb oder von der, glaube ich, ausgeht, dass ich heute hier sitze und mich mit dem Medium Video als Wissensvermittlung befasse. Ich hatte in meinem Studium die Gelegenheit, ein Referat zu halten, eine Präsentation zu halten zum Thema Die vier Seiten einer Nachricht, das Kommunikationsmodell nach Friedemann Schulz von Thun und habe da für damalige Verhältnisse sehr unkonventionelle Folien verwendet. Auf den Folien stand nämlich so gut wie gar nichts drauf. Es waren nur ein paar Bilder und die waren animiert, um die Kontexte zu verdeutlichen. Meine Kommilitonen wollten damals die Folien haben, aber mit Folien ohne Text kann man natürlich im Nachhinein nicht viel anfangen. Und deshalb habe ich mir überlegt, na gut, dann besprichst du die Folien halt und machst es als Video, stellst es irgendwo auf YouTube, dann können sie sich das anschauen und gut ist. Dieses Video hat inzwischen unheimlich viele Aufrufe generiert und es gibt auch eine neuere Version in HD und so weiter. Und das war so für mich einer der Initialpunkte, wo ich gemerkt habe, hoppla, Wissensvermittlung via Webvideo, das ist ein großes Ding. Das ist inzwischen schon eine Weile her. Inzwischen bin ich hier. Also ich glaube, es hat doch irgendwie funktioniert. Das war also Erfahrung Nummer 1. Erfahrung Nummer 2 war dann gegen Ende meines Studiums. Da habe ich nämlich die Möglichkeit bekommen, meine Abschlussarbeit mit dem Titel Wie die Big Band nach Deutschland kam, eine kulturgeografische Analyse der Jazzszene in Deutschland, die Möglichkeit gehabt, diese Arbeit vor Fachpublikum, aber nicht vor Geografen, sondern vor Musikern vorzutragen. Und ich war damals auf dem 30. Berliner Jazztreff eingeladen, um die Ergebnisse meiner empirischen Studie dort vorzustellen. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht, das war eine tolle Erfahrung. Ich muss allerdings gleichzeitig dazu sagen, dass das Publikum einerseits nicht ganz so groß war, dafür umso mehr an der Sache an für sich interessiert. Also das war eine tolle Erfahrung, es war, hat mir auch gezeigt, dass man mit Wissenschaft tatsächlich Gruppen erreichen kann, die mit der Wissenschaft an sich gar nicht so viel zu tun haben, aber dafür mit dem beforschten Themengebiet. Erfahrung Nummer 3 ist eine aus der jüngsten Vergangenheit, die ich auch in einem meiner älteren Videos hier schon mal thematisiert habe, wo so ziemlich alles in die Hose gegangen ist, was nur in die Hose gehen kann bei einer Präsentation. Einige von euch wissen vielleicht oder haben mitbekommen, dass ich hauptsächlich auf Apple-Produkten arbeite hier. Das ist historisch so gewachsen. Auf jeden Fall bearbeite ich oder erstelle ich meine Präsentation mit Apple Keynote. Und ich verwende sehr gerne Emojis als Symbole in meinen Präsentationen. Jetzt habe ich so eine Präsentation vorbereitet, erstellt, habe sie dem Veranstalter geschickt und der hat dann gesagt, Moment, wir brauchen das in PowerPoint. Dann habe ich das also umformatiert in PowerPoint und habe dann auch mein PowerPoint für Macintosh ein paar Mal zum Crash gebracht mit wahrscheinlich diesen Emojis. Und als dann die Präsentation bei der Veranstaltung, wo ich die hätte halten sollen oder wo ich sie auch gehalten habe, aufgespielt habe und Play gedrückt habe, habe ich gesehen, dass die Symbole völlig furchtbar aussahen. Es waren nämlich keine Emojis mehr, es waren irgendwelche kryptischen Symbole irgendwo aus dem Zeichensatz dieser Schriftarten, die nichts, aber auch gar nichts mehr mit dem zu tun hatten, was sie ursprünglich mal ausgesagt haben. Dazu kam noch, dass ich diese Veranstaltung oder dass die Präsentation, dass die hätte auf Englisch laufen sollen. Das heißt, ich hatte mit zweierlei Dingen zu kämpfen, die mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht haben. Die Präsentation war furchtbar und seitdem behaupte ich auch, wenn immer möglich, bringe ich meine eigene Hardware mit zu einer Präsentation, wo ich weiß, dass meine Software und meine Präsentation wirklich drauf läuft und so aussieht, wie sie aussehen soll, um das zu vermitteln, was ich eigentlich vermitteln will. Das waren also drei Eindrücke, die ich mit euch teilen wollte in Bezug auf Präsentationen. Und wer sich dafür interessiert und am KIT studiert, darf im nächsten Semester auch gerne den Kurs Digitale Medien im Studium medienkompetent präsentieren. Besuchen ist im Bereich Schlüsselqualifikationen angesiedelt. Also ihr seht, das Thema, ja,
begleitet mich noch irgendwie weiter. Es ist toll, dass es hier Kollegen gibt, die sich da auf wissenschaftlicher Ebene auch mit befassen. Von daher, mein Tipp, folgt auf jeden Fall dem Real Scientist und wenn Philipp dort nicht mehr unterwegs ist, folgt auf jeden Fall Philipp Schrögl auch auf Twitter. Bis dann. Ciao.